Geile Zeit, geile Leute, geile People. Ich habe einfach mal meinen Partyschalter angemacht und habe einfach mal den Gefühlsschalter ausgemacht. Oh. Wie dich aus, Stripp für mich. Kann jemand strippen? Ja. Felix. Ja, ich auch. Stripper. Erstaunlicherweise, obwohl ich eigentlich mir vorher noch so viel Gedanken gemacht habe und eigentlich noch so ein bisschen Sorgen hatte, bin ich super gut abgelenkt gerade. Das ist schön. Abschalten und Spaß haben gelingt nicht jeder. Michelle hadert mit ihrer Teilnahme bei Temptation Island. Ich hab dich überall besucht, Bro. Alles gut, Bro. Ich bin für dich da. Du bist komplett besoffen, oder? Nee. Was geht dir durch den Kopf? Was ist los? Ja, guck mal, ich habe das den ganzen Tag so voll unterdrückt. Weil ich habe versucht, mich abzulenken und so. Ich bin an einem Punkt, wo ich einfach denke, es war der größte Fehler, hier mitzumachen. Nein, stopp. Nein, red nicht weiter. Im Prinzip machst du hier mit, weil du irgendwie insgeheim deine Beziehung anzweifelst. Und das tue ich nicht. Und das tue ich nicht. Wirklich. Guck mal, du musst mal so bedenken, es sind 2 Wochen. Du hast 2 Wochen Zeit, um deine komplette Beziehung mit dem Kopf durchzudenken. Yeah. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung läuft, aber bei uns war das schon öfters der Fall, dass wir uns getrennt haben, weil uns Sachen einfach nicht mehr gepasst haben. So kann man das jetzt nicht sagen. Ganz stopp. Ich habe halt Angst, dass er in dieser Zeit, wo er jetzt hat, um über alles nachzudenken, dass er irgendwas findet, was ihm an der Beziehung halt einfach nicht passt. Oder dass irgendeine andere Frau ihn den Kopf verdreht. Ich habe da so Angst vor, weil ich diesen Menschen so sehr liebe. Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Die Frage ist nur, halten die Beziehungen das aus? Die Antworten bekommt ihr hier bei den neuen Folgen von RTL+. Hier gibt's weitere Videos und ganz wichtig, abonniert den Kanal.